So, ihr lieben Kinder, jetzt wird's ernst. Jetzt schaut raus, denn jetzt sehen wir unseren Brunnen. Achtung. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, als Gestalter des glasstehenden Lichtbrunnens möchte ich heute die Gelegenheit wahrnehmen, euch, Ihnen, das Kunstwerk vorzustellen. Es handelt sich um drei einzelne Bilder, die zusammengesetzt eins ergeben. Sie sind verbunden durch einen Regenbogen. Der Regenbogen ist durch runde Kugeln, sogenannte Prismen, miteinander verbunden. Wenn da mal Sonne drauf scheint, dann fangen die das Strahlen an. Ich habe mir Gedanken gemacht, was die Kinder in der Schule hier in der Grundschule Schwebheim machen und habe diese Themen in die Bilder integriert. Also sie schreiben, sie lesen, sie hören zu. Sie können das hier am linken Bild erkennen. Sie lernen die Uhrzeit, das weiß ich von unseren Kindern. Sie lernen Musik. Ja, sie lernen die Grundrechenarten. Sie werden hier mit Liebe empfangen von den Lehrern und Lehrerinnen. Sie haben Heimat und Sachkunde, da ist zum Beispiel im rechten Bild ein Rad, also die Erfindung des Rades, die Natur, die blaue Kugel soll die Weltkugel symbolisieren oder einen Planeten, was also einem in der Fantasie entspricht. Ganz rechts außen haben wir das Alphabet. Die Bilder sind unterteilt in von 1 bis 7, von 8 bis 14 und von 7 bis 21. Da habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Die ersten 7 Lebensjahre im Leben eines Kindes, die sind sehr wichtig, die für die Entwicklung, da kommen sie auch in die Schule mit 6 oder 7. Das, was die Schüler hier lernen, oder schon auch im Kindergarten und im Elternhaus, das zieht sich durch ihr Leben wie eine rote Linie, wie ein roter Faden. Hier wird das Fundament gelegt für ihr späteres Wirken. Von 8 bis 14, das ist auch Schule, dann Konfirmation, Kommunion, 15 bis 21, Ausbildung, Studium, Berufswahl. Ja, oben sehen Sie die Sonne, die lächelt mit Wolken. Man könnte sogar sagen, hier regnet es raus aus der Wolke, wenn Sie das sehen. Ja, und ich darf noch hier auf die Sternchen verweisen, die an die Nacht erinnern sollen. Noch ein Thema habe ich vergessen, hier die Religion mit Kreuz und Fisch ist auch integriert. Weiterhin, von hier unten gesehen, haben wir hier die Deutschlandfahne, die Frankenfahne und hier die bayerischen Farben. Zum Kunstwerk dazu gehört auch diese rote Linie hier von den Bildern. Also das soll den Kindern symbolisieren, hier ist Ende. Bis daher und
nicht weiter. Und da kann man es auch angucken. Die Bilder werden am Abend beleuchtet von hinten. Ja, und der Wunsch der Eltern war ja der, dass der Brunnen nicht zu viel Wasser hat. Da haben wir also das so gelöst, wie es jetzt hier dargestellt wird. Es geht natürlich noch weiter. Das ist ja ein Lichtbrunnen und wenn also die Sonne wandert, müssen Sie sich vorstellen, also wenn die Sonne hier drauf scheint auf diese wunderbaren Gläser, dann fangen die Gläser an zu leben. Sie fangen an zu strahlen. Die Farben werden dann hier hinten auf dem grauen Boden gespiegelt und wandern. Also wer das gesehen hat, der weiß, was ich meine. Das ist also ein wunderbarer Effekt. Und die Bilder sind einer ständigen Metamorphose unterworfen. Sie ändern sich jeden Tag. Also so wie das Wetter ist, so werden dann die Bilder zu euch, zu Ihnen sprechen. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich möchte mich bedanken bei der Gemeinde Schwebheim, bei allen, die mitgeholfen haben. Es haben viele mitgeholfen, ich habe das nicht alleine gemacht. Es sind viele Gewerke notwendig gewesen. Danke an alle. Danke, lieber Sven, für deine Hilfe. Du warst immer für mich da, hast immer ein Ohr gehabt für mich. Bitte. Ich danke meiner Familie und ich wünsche allen, wünsche der Gemeinde, ich übergebe hier mit der Gemeinde und den Schülerinnen und Schülern und der Lehrerschaft und der Bevölkerung mein Werk. Dankeschön. Herr Joren, vielen herzlichen Dank. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Genießen Sie unser Prachtstück, unser Kunstwerk. Genießen Sie unseren schönen Pausenhof. Wir werden jetzt zum Abschluss noch ein kleines Lied singen. Und dann, es sind einige Sachen vorbereitet. Bitte bedienen Sie sich. Vielen herzlichen Dank nochmal für Ihr Kommen.